Salut les copains, ich bin's eure Lili Marie und heute bei mir Kathi Kalauch. Ich freue mich, dass du da bist. Wie geht's dir? Ich bin hier gerade voll in meinem Element und hab schon gesungen, hab ganz tolle Gäste, die du ja auch schon vorgestellt hast oder vorstellen wirst und bin einfach gerade sehr happy. Du bist ja Singer-Songwriterin und machst noch was ganz Bestimmtes hier. Erklär doch mal, was du hier machst. Also ich veranstalte hier viermal im Jahr die Eventreihe Live in 25, wo ich immer zwei österreichische Künstler oder Künstlerinnen auftreten lasse. Und das sind sehr, sehr begabte, ganz besondere, coole Sänger und Sängerinnen, die aber noch nicht so bekannt sind. Das ist quasi unser Konzept und ich veranstalte das und moderiere das. Und das mache ich jetzt schon seit drei Jahren und über drei Jahren sogar und es macht riesigen Spaß. Ja. Wie bist du eigentlich dazu gekommen? Weil das geht ja nicht von einem Tag auf den anderen. Ich kenne sehr, sehr viele Leute. Ich habe Kontakte. Ich habe ja selber mein Release-Konzert hier oben gespielt. Das war schon im September 2014 und habe mich so verliebt in diese Location. Und das Hotel war auch so cool und wir haben dann irgendwie gequatscht, was könnte man machen, dass hier öfter Live-Musik ist, weil zu dem Zeitpunkt gab es hier noch, glaube ich, fast noch nie Live-Musik, weil es ja eigentlich keine Live-Musik-Location ist. Und dann haben wir da einfach diese Idee entwickelt, dass ich das hier regelmäßig mache und habe das eben drei Jahre lang eigentlich sogar einmal im Monat gemacht. Und jetzt machen wir es halt viermal im Jahr noch. Und es ist eine wunderschöne Sache, wo ganz viele Musiker auch hinkommen. Im Publikum sind immer eigentlich auch viele Musiker und Leute aus der Branche. Und natürlich die Hotelgäste, Leute, die zufällig da sind und viele Fans der Eventreihe, die eben deswegen auch herkommen. Das ist eine feine Sache. Also ich finde die Atmosphäre hier super. Und ich wollte auch fragen, du hast ja einen sehr guten Geschmack bei Künstlern, denn also ich habe gesehen, die meisten, die hier dann singen, haben kurz danach einen Durchbruch, sag mal. Also wie suchst du deine Künstler aus? Ich befrage eine Wahrsagerkugel. Nein, ich habe, glaube ich, wirklich einen guten Riecher für Talent einfach und suche immer nach dem Besonderen. Also es gibt ja viele ganz talentierte Sänger auch, aber dieses Besondere, dieses gewisse Etwas haben ist für mich auch wichtig. Und es ist wirklich sehr ermutigend und schön zu sehen, dass tatsächlich viele, die hier gespielt haben, danach sehr erfolgreich geworden sind und dass ich das offenbar auch schon irgendwie gut erkannt habe, bevor sie eben erfolgreich waren. Und dass eben zum Beispiel der Josh, der mit Cordula Grüne sehr erfolgreich ist, war bei der allerersten Ausgabe, war der hier, hieß da noch ein bisschen anders, war noch ein bisschen introvertierter. Und, oder auch Flo Rag, die heute einfach Flo heißen, Simon Lewis, also wirklich viele, die jetzt auch viel im Radio gespielt werden, waren vorher da und das ist eine coole Sache. Das ist auch ein bisschen Glück, aber ich glaube schon einfach, dass ich natürlich schon ein Gespür habe für Talent einfach. Du bist ja selber in der Musikbranche sehr gut unterwegs, sag mal, und auch Songwriterin. Wie bist du zur Musik gekommen? Also, ja. Wie bist du zur Musik gekommen? Ich glaube, das ist einfach in einem drin, oder? Also man singt einfach als Kind schon die ganze Zeit, man liebt das. Man merkt natürlich dann irgendwann, oh, ich kann das, glaube ich, ganz gut, weil natürlich auch die Reaktionen dann so sind. Und dann entwickelt sich das einfach. Es ist einfach meine größte Leidenschaft, mein größtes Talent und dann hat sich das Ganze von selbst ergeben. Also, wie schon gesagt, du bist ja Songwriterin. Schreibst du nur für dich oder auch für andere Künstler? Ich schreibe auch für andere und das macht mir auch viel Spaß, weil das für mich ein bisschen eine andere Art von Schreiben ist. Weil ich natürlich versuche, mich in andere dann hineinzuversetzen. Ich habe bis jetzt hauptsächlich für Leute geschrieben, die auch ein bisschen mehr so im Schlagerbereich waren, was ich ja selber gar nicht mache, was mir aber großen Spaß macht beim Schreiben, weil man da halt ein bisschen so Sachen machen kann, die man jetzt als Pop-Artist nicht so machen darf, weil es vielleicht zu cheesy ist oder so. Und das ist aber voll spannend und macht großen Spaß. Und da habe ich eben schon ein paar Songs für andere geschrieben. Aber mein Hauptfokus liegt auf dem Schreiben für mich selbst, weil das einfach aus dem tiefsten Herzen herauskommt natürlich. Jetzt wär mal ein bisschen ernster. Das lief ja bei dir nicht immer so gut. Du hattest ja eine Schaffenskrise. Was gibt's dazu zu sagen? Ich glaube, das kennt auch jeder Künstler und jede Künstlerin, die das länger machen, dass man einfach Phasen hat, wo es schwierig ist. Gerade weil, wenn der Erfolg gerade nicht so groß ist, weil man doch sehr viel Zeit und Energie und auch Geld investieren muss, um das Ganze voranzutreiben und dann natürlich manchmal auch frustriert ist, wenn einen keiner so richtig unterstützt oder auch viele Leute einem irgendwie sagen, das ist nicht so cool, was du machst oder mach's lieber so. Und es waren einfach viele verschiedene Sachen, natürlich auch eine persönliche Lebenskrise, wo ich einfach eine Phase hatte, wo es mir einfach wirklich nicht gut ging. Und ich dann auch die Kraft nicht hatte, rauszugehen auf die Bühne oder irgendwas zu veröffentlichen. Das
Ja, also eben, es war auch selber, dass ich selber dann gar nicht so zufrieden war mit meinen eigenen Sachen. Also es waren so ganz verschiedene Sachen, das hat sich so ergeben. Aber umso schöner ist, wenn man dann nach der Krise wieder auftaucht und voller neuer Motivation wieder am Start ist. Und das, so geht es mir jetzt eben gerade und das fühlt sich sehr gut an. Ja, was würdest du denn Künstlern raten, wenn sie in so einer, Schaffenskrise sind? Also sich Zeit geben auf jeden Fall. Man muss nicht unbedingt dauernd was rausbringen und um jeden Preis und so unter Druck, das bringt gar nichts. Und das, was für mich das Wichtigste war, ist bei sich bleiben, auf sein eigenes Bauchgefühl hören. Auch wenn dir 5 Leute sagen oder noch mehr, dass du den und den Stil machen musst, weil das viel cooler ist und sich besser verkauft. Wenn du spürst, nein, das ist nicht meins, das bin ich nicht, dann scheiß drauf, was irgendwer sagt. Und wenn du nachher am Schluss der Einzige bist, der das geil findet, was du machst, ist es immer noch besser und sicher authentischer, genau, als wenn du einfach was machst, weil andere dir sagen, dass du das machen sollst. Also es ist extrem wichtig und es ist gar nicht so leicht, auf sein Bauchgefühl zu hören, aber das kann man lernen und das ist wirklich das Wichtigste. Mach das, was du geil findest, wohinter du stehen kannst und was dir wirklich Freude macht. Das ist also das ist auch dein Lebensmotto, oder? Also mittlerweile auf jeden Fall. Ich habe ein bisschen Zeit gebraucht, ich musste ein bisschen älter werden. Aber manche Menschen können das auch schon früher schaffen. Also ich glaube, dass nicht jeder so lange braucht, wie ich jetzt vielleicht gebraucht habe. Aber das ist das Wichtigste. Du musst das gut finden, was du machst und du musst dahinter stehen können. Es ist egal, was alle anderen sagen. Super Motto. Und da hast du ja während dieser Schaffenskrise hast du ja viele Songs geschrieben, oder? Ganz direkt in der Krise hatte ich die Kraft nicht, aber natürlich so immer, wenn man so am Rauskommen ist, dann fließt es. Dann ist da ganz viel Material, genau. Verstehe ich. Und da ist ja auch dein Album rausgekommen. Wie heißt denn dein neues Album? Das Album heißt Alles muss raus, weil es eben wirklich das Motto ist, einfach raus damit. Und ist es zwar neu veröffentlicht, aber es ist eben eigentlich ein Rückblickalbum, weil es sind eben alte Songs, also die ich zwischen 2011 und 2017 geschrieben und auch schon fertig aufgenommen hatte. Ich habe da auch nichts mehr dran verändert, also ich habe es wirklich so gelassen, obwohl ich meine Stimme jetzt im Jahr 2011 aus der heutigen Sicht nicht so cool finde, ich habe mich weiterentwickelt. Aber habe alles so gelassen, weil ich wollte, dass das so diese Zeit abbildet, wo ich eben nicht so viel gemacht habe. Und genau, das war das, alles muss raus. Und das ist auch echt auch so ein Motto von mir, dieses nicht zurückhalten, nicht irgendwie runterschlucken, sondern raus damit, das ist wichtig. Ich habe auch hier ein Bild von deinem Musikvideo Paradies. Ich finde das mega cool, weil es ist bunt. Also warte, ich habe hier noch 2, hier. Ich finde, es ist super, weil du hast es ja sehr bunt gestaltet und ich finde es ganz crazy, weil die malen sich ja am Ende an. Wie bist du dazu gekommen? Über den da, der gerade von unserer Eventreihe den Livestream produziert, der ist mein Verlobter und der hat die Idee gehabt für das Drehbuch und hat auch Regie geführt und es geschnitten, es hat alles gemacht mit dem Video und hat einfach, das war quasi seine Interpretation von meinem Song und das fand ich total cool, weil es ein eigenes Kunstwerk geworden ist. Mein Song ist ja quasi ein Kunstwerk und dann kommt jemand anderer, der eher vom Visuellen kommt und macht was Neues draus oder interpretiert halt mein Lied und das fand ich mega spannend und das ist einfach total lustig gewesen, auch der Dreh und das, ja, es ist wirklich ein bisschen crazy. Also ich finde dein Motto super, deine Musikrichtung, du singst auch richtig, richtig gut und was du da auch geschafft hast, ist unglaublich und ich bin mir sicher, es wird noch viel größer, weil es ist echt eine super Idee und ja, ich freue mich, dass du da warst. Danke. Dass du hier warst und danke auch für deinen Support und dass du quasi hier auch über uns berichtest, das wissen wir auch sehr zu schätzen, danke dir. Ja, das freut mich auch sehr, weil ja, es ist eine super Sache und die kann man ruhig unterstützen. Danke, dass du da warst. Und wenn ihr mehr von Kathi Kalauch hören und sehen wollt, dann schaut jetzt gerne in die Infobox und da habt ihr alle Links, die ihr braucht. Genau, und wenn euch der Talk gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, einen Kommentar und natürlich auch ein Abonnement. Und sonst, das war's, eure Lili Marie. Ciao!